macht Spaß. Die Adventszeit rückt langsam näher. Aus diesem Grund wollen wir uns auch dieses Jahr wieder den aktuellen Adventskalender 2018 von Feuerwehrmann Sam angucken. Bereits von außen kann man gut erkennen, dass der neue Weihnachtskalender einige tolle Überraschungen für uns bereithält. Scheinbar enthält der neue Kalender auch wieder ein Diorama, dieses Mal die Bergwelt von Pontypandy. Eine weihnachtliche Lok scheint auch mit dabei zu sein. Auf der Rückseite sehen wir bereits alle enthaltenen Teile, die der Feuerwehrmann Sam Weihnachtskalender 2018 für uns bereithält. Insgesamt über 60 Teile. Bevor wir jedoch zu Türchen Nummer 1 kommen, müssen wir den Kalender erst einmal auspacken. Dieses dürfte unsere Berglandschaft sein. Diese werden wir später noch einmal ausführlich zeigen. Aber dann lasst uns direkt mit dem ersten Türchen beginnen. Hier verbirgt sich eine nagelneue Spielfigur. Derek Price, der Cousin von Norman Price. Weiter zu Türchen Nummer 2. Hier finden wir einen coolen roten Schlitten samt passendem Zugseil. Perfekt für den nächsten Rodelausflug von Norman. Weiter zu Tür Nummer 3. Hinter dieser finden wir einen Satz Skier sowie passende Skistöcker dazu. Hier erwarten uns bestimmt einige spannende Skiabenteuer in Pontypandy. Hinter Türchen 4 finden wir einen passenden Skihelm. Dieses Mal in Weiß. Hinter der nächsten Tür finden wir wieder eine Spielfigur. Dieses Mal Garrett Griffiths, den lustigen Lokführer aus Pontypandy. Passend zu Weihnachten kommt dieser natürlich mit entsprechender Weihnachtsmütze. Hinter Türchen Nummer 6 finden wir das erste große Bauteil unserer weihnachtlichen Lokomotive. Eine kleine Anleitung befindet sich ebenso im Fenster Nummer 6. Weiter geht's zu Türchen Nummer 7. Hier finden wir das nächste Bauteil unserer Lok. Scheinbar ist dieses das Bodenteil inklusive Räder. Und hinter Türchen 8 natürlich das letzte Bauteil für unsere Lok. Nun können wir bereits alle Bauteile unserer Lokomotive zusammenstecken. Sieht schon gut aus, oder? Hinter Türchen 9 finden wir insgesamt 12 rote Christbaumkugeln. Diese kommen später scheinbar an unseren Weihnachtsbaum. Weiter zum nächsten Türchen. Hinter Tür Nummer 10 finden wir ein paar Weihnachtsgirlanden. Hinter Türchen 11 finden wir einen kleinen, lustigen Schneemann. Diesen kennen wir bereits aus dem Feuerwehrmann Sam Kalender 2017. Im nächsten Fenster finden wir eine kleine Landkarte bzw. Stadtkarte von Pontypandy. Ideal für die Planung der nächsten Einsätze. Und was verbirgt sich hinter Türchen Nummer 13? Wieder eine Spielfigur, dieses Mal von Feuerwehrmann Sam. Sam kommt dieses Mal in gelber Rettungsmontur zu uns.
In Fenster Nummer 14 finden wir einen großen Tisch, inklusive zwei passender Stühle. Dieses Set kennen wir bereits vom Lieferumfang der neuen Feuerwehrstation. Hinter dem nächsten Türchen verbirgt sich gleich eine ganze Bergsteigerausrüstung. Neben einem Rucksack erhalten wir noch ein Seil, einen passenden Helm sowie einen Spaten. Hinter Türchen 16 finden wir einen Feuerlöscher, ein Erste-Hilfe-Paket sowie eine kleine Taschenlampe. Und auf zum nächsten Fenster. In diesem befindet sich eine kleine Weihnachtsfledermaus. In schneeweißer Farbe und lustigem Weihnachtshut. Türchen Nummer 18 enthält einen großen Rammbock bzw. Prellblock für unsere Lok. Hinter dem nächsten Türchen finden wir einen riesigen Schneehaufen. Dieser besitzt jedoch drei merkwürdige Löcher. Wozu diese gut sind, erfahrt ihr später. Und auf zum nächsten Türchen. Hier finden wir ein Tütchen mit vielen kleinen Sternen. Scheinbar sind auch diese als Deko für unseren Weihnachtsbaum gedacht. Im nächsten Türchen finden wir weiteren Schmuck für unseren Weihnachtsbaum. Dieses Mal jede Menge kleiner Christbaumkerzen. Und auf zu Türchen Nummer 22 und 23. Hier finden wir insgesamt vier weihnachtliche Tannenkränze, sowie einen Schrubber, ein kleines Fernglas und eine kleine Öllampe. Und was befindet sich im letzten Fenster Nummer 24? Wieder eine Spielfigur, Hund Nipper, der treue Begleiter von Gareth. Aber dann lasst uns die mitgelieferte Bergwelt endlich mit Leben füllen. Zunächst muss das Bergwelt-Diorama erst einmal aufgebaut werden. Einfach aufklappen, die Seiten entsprechend einklemmen und fertig ist unsere tolle Bergwelt samt Bergwacht. Seitlich betrachtet sieht man allerdings, dass es eine optische Täuschung ist und natürlich kein vollwertiger Ersatz für die Spielzeugbergwacht von Simba. Hier sehen wir noch einmal alle enthaltenen Teile in Aktion. Unser Derek zieht einen Schlitten durch den Schnee und transportiert ein paar Weihnachtskränze. Feuerwehrmann Sam ist mit der neuen Skiausrüstung unterwegs und verliert dabei seinen Spaten. Unser kleiner Schneemann begrüßt die Besucher am Eingang der Bergwacht. Gareth Griffiths ist gerade dabei, seine weihnachtliche Lok für die heutige Fahrt durch das winterliche Ponty Pandy vorzubereiten. Hund Nipper beobachtet gespannt das lodernde Lagerfeuer. Unser riesiger Christbaum erstrahlt durch seine roten Feuerwehrmann-Sam-Kugeln, den gelben Stern und den Christbaumkerzen in einem weihnachtlichen Glanz. Der Eingang der düsteren Eishöhle wird von unserer kleinen Weihnachtsfledermaus bewacht. Und unser Schneehaufen? Nanu, wer steckt denn da drin? Das scheint ja Derek Price zu sein. Für einen Preis von unter 30 Euro bietet der neue Feuerwehrmann Sam Adventskalender 2018 jede Menge Spielspaß für alle Fans von Feuerwehrmann Sam. Gerade die tolle Lok und die Spielfiguren dürften die Augen von kleinen Feuerwehrmännern zum Leuchten bringen. Als besonderen Gimmick hat Hersteller Simba hinter jedem Türchen einen kleinen Teil einer weihnachtlichen Feuerwehrmann-Sam-Geschichte versteckt. Diese Geschichte werden wir in Kürze als Spielzeugfilm auf Spiel macht Spaß veröffentlichen.
Ach ja, falls ihr den neuen Feuerwehrmann Sam Adventskalender 2018 auch haben möchtet, ich habe euch den Link zum Bestellen des Kalenders noch einmal in die Videobeschreibung gepackt. Hier ist der Kalender gerade im Angebot. Dort könnt ihr jede Menge Geld sparen. Nutzt ihr unseren Link, zahlt ihr keinen Cent mehr. Helft uns aber dabei, neue Spielsachen besorgen zu können. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch bitte einen Daumen hoch, hinterlasst einen Kommentar oder lasst sogar ein Abo da. Bis bald auf Spielen macht Spaß.